Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 2. Mai. Wie das Feuer Silber und der Ofen Gold, also prüft der Herr die Herzen. Sprüche 17, Vers 3. Ein Wort, das uns schlaflose Nächte bereiten kann. Das heißt ja, dass es kein Privatleben gibt. Ja, dass wir uns nicht einmal hinter unseren guten Taten verstecken können. Denn der Herr prüft die Herzen. Wie das Feuer das Silber. Vieles in unserem Leben wird wohl nur Schlacke sein. Aber was ist das denn für Silber, das er sucht? Es gibt eine schöne Geschichte im Neuen Testament von solch einer Prüfung. An einem schönen Morgen saßen sieben Jünger um den auferstandenen Herrn am Ufer des Genezaretsees. Unter ihnen war auch Petrus. Der hatte sich immer für einen echten Kerl angesehen. Aber dann kam eine Nacht, von der es in der Bibel heißt, Petrus weinte bitterlich. Ja, es kann ein Mann ans Weinen kommen, wenn ihm aufgeht. Mein ganzes fleißiges christliches Leben war nur Schlacke. In jener Nacht hatte Petrus im Feuer Gottes gestanden und alles war verbrannt. Alles? An jenem Morgen ist es, als wühle der Auferstandene in den Schlacken und suche das Silber. Und er findet es. Er fragt, Simon Petrus, hast du mich lieb? Wie fährt darauf der Petrus auf? Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da leuchtet das Silber auf, das Silber, das Gott bei uns sucht. Liebe zum Sohne Gottes, den er uns gesandt hat. Solche Liebe schließt alles ein. Vertrauen zu seinem Blut, das von Sünden rein macht. Hingabe an seine Führung, völlige Übergabe des eigenen Willens und vieles andere. Das alles, was die Bibel mit den großen Worten Glauben bezeichnet. Herr, wir wollen nicht warten, bis wir dir an jenem Tag begegnen. Wir stellen uns dem Gericht deiner Augen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.